Bereits in der ersten Lektion wurde erwähnt, dass der Einsatz von Learning Analytics in der Hochschullehre dabei helfen kann, Lehr- und Lernprozesse besser zu verstehen. In diesem Video werde ich mich auf Möglichkeiten der Lehrentwicklung beziehen und auf dieser Grundlage didaktische Empfehlungen für die Hochschullehre ableiten. Der Einsatz von Learning Analytics ermöglicht es Ihnen als Lehrperson, Lernprozesse Ihrer Studierendengruppe kontinuierlich zu analysieren, zu begleiten und Einblicke in die Lernaktivitäten im Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen zu bekommen. Wie bereits erläutert, können Studierende Informationen über ihre eigenen Lernaktivitäten einsehen, während Lehrende ausschließlich Zugang zu agglomerierten Datensätzen bezogen auf einzelne Lehrveranstaltungen haben. Die Visualisierungen in der Lehrendenansicht verdeutlichen etwa die Häufigkeit der Absolvierung einer Aufgabe, die Einhaltung von Deadlines sowie der Umfang erledigter und noch bevorstehender Arbeitsaufträge. Auch können Sie an den Darstellungen durchschnittlich erreichte Punktezahlen sowie Höchst- und Niedrigstwerte einzelner Aufgaben ablesen. Auf dieser Basis ermöglicht es Ihnen das Learning Analytics Dashboard, Verständnisprobleme, Schwierigkeiten oder Bedarfe der Studierenden frühzeitig zu erkennen und entsprechende Interventionen zu setzen. Learning Analytics kann für Sie also neue Perspektiven eröffnen, die in einer traditionellen Lehre im Sinne einer Blackbox oft unentdeckt bleiben, vor allem im Online-Setting. Auf Grundlage der Informationen aus dem Dashboard kann zudem die Lernumgebung optimiert werden. Auch Lehrstrategien können an die Bedürfnisse der Studierenden angepasst werden. Zudem bekommen Sie während des Semesters einen Einblick in die Lernergebnisse der Studierenden und nicht erst am Ende des Semesters, also zu einem Zeitpunkt, an dem Lehr- und Lernarrangements nicht mehr optimiert werden können. Damit Sie die gewonnenen Einblicke in die Lernprozesse auch in der Lehre umsetzen können, braucht es Reflexions- sowie Adaptionsbereitschaft. Diese betreffen insbesondere die Gestaltung des Lehr- und Lernarrangements sowie die eigene Lehrpraxis. Im Folgenden werde ich Ihnen nun konkrete mediendidaktische Empfehlungen vorstellen. Lehrveranstaltungsformate, Kursstruktur, Echtzeitfeedback und Kommunikationsstrukturen. Für den Einsatz unseres Learning Analytics Dashboards bedarf es einer digitalen Umgebung, beispielsweise Moodle. Das Lernmanagementsystem kann nicht nur der Datenbereitstellung dienen, sondern es findet integrativ als Kommunikations- und Lernplattform Einsatz. Learning Analytics bietet sich insbesondere in seminaristischen Lehrveranstaltungen mit digitalen Bearbeitungsformaten an. Aber auch in Vorlesungen können Sie Learning Analytics verwenden, wenn Studierende optimale Aufgabenstellungen zu vielfältigen Auseinandersetzungen mit dem Lernstoff zur Verfügung stehen. Die Arbeit mit Learning Analytics setzt voraus, dass lehrveranstaltungsspezifische Eintragungen bereits vor der ersten Einheit mit in das Lernmanagementsystem eingegeben werden. Andernfalls entsprechen die Dashboard-Visualisierungen nicht der tatsächlichen Kursstruktur und es fehlen einzelne Leistungskomponenten der Lehrveranstaltung. Das kann Intransparenz für die Lernenden mit sich bringen und irreführend wirken, da bereits erbrachte Leistungen nicht im System aufscheinen. Aus diesem Grund ist eine intensive Planungsphase bereits vor Beginn der Lehrveranstaltung erforderlich und damit verbunden ein erhöhter Zeitaufwand für Sie als Lehrender vor Kursbeginn. Änderungen innerhalb einzelner Arbeitsaufträge sowie Ergänzungen sind im Laufe der Lehrveranstaltung möglich. Beispielsweise klare Formulierungen für Aufgabenstellungen oder auch die Aufteilung eines umfassenden Arbeitsauftrages in übersichtlichere Teilaufgaben. Jedoch sollten Kursdesign, geplante Lernaktivitäten und auch Deadlines sowie der zeitliche Verlauf im Zuge solcher Adaptionen nicht mehr verändert werden. Der Einsatz von Learning Analytics erfordert zudem ein Umdenken im Sinne der Beurteilung. Learning Analytics kann nur in solchen Lehrveranstaltungen sinnvoll implementiert werden, die über das gesamte Semester verteilte Lernanlässe vorsehen. Gibt es solche Lernanlässe nicht, kann der Lernprozess durch Learning Analytics nicht dargestellt werden. Learning Analytics erlaubt es also nicht nur eine summative Ergebniskontrolle, sondern auch eine formative Rückmeldung, wodurch Lernprozesse optimiert werden können. Wenn Sie Learning Analytics erstmal in Ihren Lehrveranstaltungen verwenden, empfehle ich Ihnen, dass Sie sich mit Kollegen, Kolleginnen austauschen, die bereits Erfahrungen mit Learning Analytics gesammelt haben.
Die transparente Darstellung des Lernfortschritts über das Semester hinweg ist beim Einsatz von Learning Analytics wesentlich. Erfolgen Beurteilungen nicht automatisiert, müssen Sie beispielsweise diese manuell eintragen. Beispielsweise ist das bei der Bewertung von Essays oder Videopräsentationen der Fall. Da es sich bei Learning Analytics um Echtzeitfeedback handelt, ist es erforderlich, diese Beurteilungen zeitnah ins System einzutragen. Andernfalls erhalten die Studierenden keine verlässliche Auskunft über ihren aktuellen Gesamtscore. Besteht die Möglichkeit eines automatisierten Bewertungsprozesses, so folgt dieser über das Grading Book der Moodle-Plattform. Studierende benötigen zu Beginn der Lehrveranstaltung Informationen über das Learning Analytics Dashboard. Insbesondere sollte geklärt werden, welche Funktionen die einzelnen Darstellungen haben und wie diese zu verstehen sind. Außerdem sollten Sie den Studierenden zeigen, wie sie eigenständige Eintragungen vornehmen können, zum Beispiel wie sie die Meilensteine auf der Timeline setzen können, um den individuellen Lernprozess zu organisieren. Daher empfiehlt es sich, in Lehreinheiten wiederholt Bezug zu den Darstellungen herzustellen und Fragen rund um Learning Analytics zu beantworten. Transparenz bezüglich des Einsatzes von Learning Analytics ist besonders wichtig. Informieren Sie die Studierenden, welche Daten gesammelt, analysiert werden und welchen Nutzen das für ihren Lernprozess hat. Wichtig ist somit, dass Studierende bei der Interpretation der Learning Analytics Visualisierung begleitet werden und bei Bedarf Hilfestellung in der Optimierung ihrer Lernprozessgestaltung erhalten. Falls vorhanden, sollten Studierende auch über mögliche Anlaufstellen, beispielsweise Tutoring-Programme, in Kenntnis gesetzt werden. Ich darf also noch mal kurz zusammenfassen. Learning Analytics ermöglicht es Ihnen, bereits während des Semesters Einblicke in die Lernfortschritte zu bekommen. Um mit Learning Analytics arbeiten zu können, sollten Sie in einem ersten Schritt Möglichkeiten der Implementierung in der jeweiligen Lehrveranstaltung überprüfen. Wichtig ist außerdem eine klare Kursstruktur mit verteilten Lernaktivitäten, welche bereits vor Beginn der Lehrveranstaltung feststehen sollte. Um den Vorteil des Echtzeitfeedbacks nutzen und Verzerrungen in der Leistung zu vermeiden, müssen Leistungen zeitnah eingetragen werden. Für eine erfolgreiche Implementierung ist es zudem notwendig, das Dashboard in Lehreinheiten zu besprechen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Einsatz.